Hallo, hallo, hier ist Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir ein Art Journal mit Stauraum basteln, so wie ich das angekündigt hatte. Ne, hier unten mit der Box. Jetzt muss ich euch noch gerade was Lustiges erzählen. Ich habe nämlich jetzt schon hier die dritte Runde, in der ich den dritten Anlauf mache und das versuche. Ich habe schon zweimal angefangen, das Video zu drehen und habe allen Ernstes exakt an der gleichen Stelle zweimal das Ganze komplett versaut. Ich hatte aber nur zwei Pralinen-Schachteln. Einmal war ich total stinkig, weil ich es versaut habe, voll den Knoten im Gehirn. Und dann hatte ich keine Schachtel mehr. Bin ich runter zum Roland, habe rumgeknatscht und der hat mich ausgelacht. Mein Gott, so, ja, mein Leben wäre ja voll verfuscht. Jetzt müsste ich auch noch Pralinen kaufen gehen. Das wäre ja ganz schrecklich. Habe ich gemacht. Ich bin also jetzt zum Supermarkt gefahren. Ich habe aus lauter Zorn drei Schachteln Pralinen gekauft für den Fall, dass ich noch mehr versaue. Aber ist ja zum Glück Ostern. Die kriege ich dann schon los. Und ja, jetzt Tiefluft holen und jetzt fangen wir nochmal von vorne an und machen jetzt ein super Tutorial hier und basteln zusammen dieses wunderbare Junk Journal, Art Journal und ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Hirnknoten hinkriege. Anfangen tun wir mit der Pralinschachtel. Das ist jetzt eine andere, weil die andere habe ich ja versaut. Meine schöne Lindpralinschachtel. Und das Erste, was wir tun müssen, ist ja den unteren Teil von dem Journal zusammenfrickeln. Das heißt also die Einzelteile, aus denen wir das zusammenbauen. Das heißt hier unten die Stauraumbox. Und da mein Journal ja kleiner ist als die Schachtel hier, müssen wir jetzt erstmal die Schachtel präparieren, damit die ungefähr die Größe hat, wie das Junk Journal werden soll. Ich orientiere mich immer an A5. Ich will ungefähr DIN A5. Die Größe von der Schachtel ist schon ziemlich gut, weil die rundherum ein bisschen größer ist. Das passt mir gerade ganz prima, weil ich das schon ein bisschen größer haben möchte als das Papier innen drin. Das ist ja ein Journal, was man viel mit sich rumschleppt, das Art Journal von A nach B oder auch mal in eine Tasche stopft. Und wenn dann das Papier so auf Kante ist, dann wird das so, schmuddelt das so schnell an. Da ist es also wirklich sinnvoll, ein bisschen einen Zentimeter irgendwie so zuzugeben. Das heißt, ich zeichne mir jetzt erstmal an die richtige Größe. Edding, da ist ein Edding, ein dicker Stift auf dem Deckel. So, das wäre dann jetzt perfekt A5. Was ja zu klein ist, ich will ja oben und unten einen halben Zentimeter extra haben. Also gebe ich da jetzt gleich noch einen Zentimeter drauf. So. Dann haben wir da eine kleine Markierung, einmal rundherum, weil wir das da jetzt rundherum quasi abschneiden müssen. Plus 1 Zentimeter. Und schon wieder anderthalb. Habe ich da jetzt richtig gemessen? Doch, habe ich. Ist schön 1 Zentimeter. Und dann jetzt hier muss man es irgendwie miteinander verbinden. Es rutscht, es will nicht so wie ich. So, dass es so in etwa stimmt. Den Deckel tun wir jetzt mal gerade zur Seite. Mit dem beschäftigen wir uns später. Weil jetzt wollen wir ja erstmal das untere Fach verkürzen, damit das die richtige Länge hat. Und das heißt einfach, wir müssen jetzt hier einmal drumherum schneiden. Hier innen nochmal malen. Linie. Und auch da. Linie. War jetzt schon wieder ein Denkfehler. Im Deckel hätten wir es gar nicht gebraucht. Wir müssen am unteren Teil abschneiden. Beim oberen ist es egal. Werdet ihr gleich sehen, warum. So, und jetzt wird einfach geschnitten. Der Teil kommt ab. Und wird dann einfach eingesetzt nach vorne. Das riecht noch so schön nach Schokolade, weil ich die gerade erst leer geräumt habe. So, und dann setzen wir den Teil einfach hier ein. Der wird hier kurzerhand festgeklebt. Und dann hat das eine gute Größe. Sehen wir, DIN A5 mit Platz drumherum passt da ganz prima rein. Und das kannst du jetzt kleben mit Tacky Glue oder mit was auch immer du hast.
Das funktioniert nicht. Ich kann nicht so fest drücken. Das heißt, ich schiebe den wieder mal auf und arbeite mit dem Spatel. Das klappt mit der Hand im Moment noch nicht. Mit dem Daumen ist ja schon alles wieder gut. Sieht man ja auch, ne? Ich habe ja schon keinen Verband mehr und so. Keine Schienen, kein gar nichts. Da kann ich schon wieder einwandfrei arbeiten. Die andere Seite müssen wir noch operieren. Wie ist gut? Der Doktor. Aber ich habe im Moment keine Lust, ins Krankenhaus zu gehen. Das schiebe ich noch so ein bisschen vor mir her. Ist nicht schlimm genug. Wenn es genug wehtun würde, dann würde ich ja schon gehen, ne? Ist ja immer so. Huch, plump. Ah, lass liegen, egal. Jetzt klebe ich erst und dann, dann räume ich auf. So, ordentlich Kleber drauf. Und dann einfach hier einsetzen. Und dann nochmal gucken, dass es hier schön auf Kante ist. Das wird ja nachher sowieso rundherum noch schön beklebt. Also von daher ist es nicht so, kommt es noch nicht so drauf an. Aber es sollte halt möglichst nichts überstehen, dass nichts abfällt. Ich nehme jetzt wieder so Klammern. Kannst auch Büroklammern nehmen oder irgendwas, was du halt gerade da hast. Macht es ein bisschen leichter. Da muss man das nicht so lange festhalten. Dann kannst du direkt gleich weiter basteln. Und was da so rausquillt. Mache ich kurz mit dem Finger ab. So, ach, gut. Ja, noch mal gucken. Da ist mir zu viel Kante da unten. Noch ein bisschen nach vorne ziehen. Hier die Kante, die will ich, dass das nicht direkt abschließt, sondern dass das minimal da drüber steht. Wenn das dann nachher beklebt ist, dann sieht man da nämlich nichts mehr von. Also ich meine, von diesem Übergang. Ne? Wenn der Teil, den wir da reinkleben, ein ganz klein wenig vorsteht hier, dann kriegst du die Kante hier nachher gut weggeklebt und dann sieht das nachher schön ordentlich und professionell aus. So. Jetzt haben wir hier den Deckel. Den Deckel schneiden wir auch ab. Der Deckel, der muss ein Müh, aber wirklich nur größer sein als der Boden. Und darum achte ich dann, wenn ich einen Deckel zurechtschneide, immer darauf, dass ich nicht direkt auf der Linie schneide, sondern minimal daneben. Siehst du hier? So, das schneide ich nicht direkt auf der Kante, sondern ich schneide so ein bisschen vor der Linie her. Dann habe ich da so einen Millimeter Spielraum, den ich brauche. Von der anderen Seite. Der wird nachher noch verstärkt und sowas alles. Da sieht man das dann auch wieder alles nicht so sehr, aber ein bisschen ordentlich wollen wir ja schon arbeiten. So, der Teil kann weg, weil wir das nicht nach innen versetzen. Ganz im Gegenteil, wir schneiden jetzt die Seite auch noch ab. Also nur den Rand hier, ne? Der wird noch abgeschnitten. Und dann gucken wir uns gleich an, die Konstruktion. So, warum tust du das? Werdet ihr gleich sehen, warum ich das tue. Ich mache die Dinger noch mal kurz ab. So, denn die Konstruktion ist ja so, der Deckel geht da ja nur so drauf. Der muss hier rechts und links nicht abschließen. Kann man machen, wird aber sehr, sehr kompliziert. Wenn du nicht gerade eine Box hast, die also perfekt zugeht, da du ja hinterher dein ganzes Journal da noch oben drauf aufbaust, wenn das hier rüber geht, dann geht das extrem schwer auf und zu und du kannst die Schachtel nie richtig aufmachen, weil da immer die Ränder im Weg sind. Ich kann das gerade nicht so gut erklären. Also wenn du eine bessere Idee hast, wie du das machen möchtest, dann ist das ja gar kein Problem. Ich mache das so. Ich habe jetzt, das ist jetzt das siebte Journal dieser Art, was ich so mache und hat sich für mich als, ich habe es für gut befunden, das so zu machen. Ne? Also das wird ja hier nachher mit diesen Klemmen, das hatte ich ja in meinem Ankündigungsvideo schon gesagt, dass wir die brauchen, diese, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie man die nennt. Das, wenn man diese Versandtaschen hat, da kommen diese Nupsis ja immer rein. Und das wird hier hinterher, damit wird das festgemacht, damit das schön stabil ist und ordentlich Bewegung hat. Aber da kommt ja jetzt noch ein Pappendeckel drüber. Nämlich, mal gerade gucken, wo ich ihn hingeschmissen habe. Mein Probestück, was jetzt kleiner ist, das nehme ich nicht, das machen wir gleich nochmal. Nur so ein Stück Pappe kommt ja hier oben drüber. Denn das wird ja dein Journal. Da kommt ja jetzt das Junk Journal zwischen. Hier, Pralinenschachtel, Stauraum, obendrauf der Deckel, Journal. Und das wird hier nochmal oben drüber festgemacht. Damit es da keine Stufen und so weiter gibt, wird das also perfekt übereinander gelegt. Und da kommen dann erst die Löcher und die Nupsis rein. Und dann wird das Ganze auch automatisch stabil. Das heißt also,
Den Rückenteil von deinem Journal brauchst du nicht verstärken, nur dein Vorderteil. Das heißt, hier vorne ist es jetzt wichtig, das sieht man ja, das ist viel zu wabbelig, wenn das also eine Malunterlage werden soll. Wenn wir darauf malen, würde sich das immer einbiegen. Und das heißt, wir müssen das Ding jetzt verstärken mit einem schönen, festen Pappendeckel. Ich habe derer zwei hier hinten, volle Pappe. Einen zum Verstärken und den anderen, um da meinen Buchdeckel draus zu machen. Ich fange mit dem Buchdeckel an. Nehmen wir mal dieses Teil hier. Jetzt müssen wir Folgendes berechnen. Die Tiefe deiner Schachtel plus den Buchrücken. Na, denn einmal der Buchrücken, der muss ja so breit sein, dass die Schachtel da drin ist, plus je nachdem, wie dick dein Buch sein will. Sagen wir mal, ich möchte mein Buch jetzt hier 3,5 cm dick haben, dann muss ich noch die 2 cm von der Schachtel oben drauf rechnen. Das ist dann der gesamte Buchrücken. Ist logisch, oder? Also messen wir mal gerade, wie dick ist denn unsere Schachtel? Wo habe ich denn mein Lineal hingeschmissen? Da, so viel Kram auf diesem Tisch. Ich mache den Deckel mal gerade weg. Dann kann ich leichter messen. Ich habe jetzt hier eine Tiefe von 2,5 cm. Und dann brauche ich ungefähr 3,5 cm für meinen Buchrücken. Okay, fangen wir mal an. Ich stelle mir die Schachtel zum Messen einfach hier drauf und male mir da erstmal die Umrisse hin. Das ist also jetzt erstmal so meine grobe Abmessung. Und danach geht es dann noch weiter. Nur dann habe ich erstmal was. Irgendwo muss man ja mal anfangen. So, und deswegen gebe ich keine Zentimeterangaben. Das ist total egal. Es kommt ja darauf an, wie hoch deine Schachtel ist. Wenn deine Schachtel jetzt nur 2 cm ist, brauchst du natürlich entsprechend weniger. Das Einzige, was du dir überlegen musst, ist, wie breit soll der Buchrücken von deinem Junk Journal sein? Möchtest du 2,5, möchtest du 3 cm? Plus, wie auch immer, deine Schachtel halt jetzt, wie viel Zentimeter die hier hat. Und so breit wird dann dein gesamtes Journal. Ich sehe eigentlich immer zu, dass meine Journals nicht dicker als so ungefähr 5 bis 6 Zentimeter werden, weil mir das sonst zum Rumtragen und auch zum in die Tasche stopfen zu unhandlich wird. Aber kannst du selber entscheiden, wenn dich das nicht stört, darfst du dein Journal ja so dick machen, wie du möchtest. So, das ist also jetzt mein Junk Journal. Die Größe. Und wir hatten ja schon gesagt, das ist generell größer als DIN A5. Das heißt, ich muss da jetzt eigentlich nichts mehr zugeben. Ich brauche nur die Schachtelgröße, weil das ja schon sowieso größer ist. Ich hatte die Ränder ja rundherum schon draufgegeben. Das heißt, das passt jetzt von der Breite und von der Höhe ist es in Ordnung. Ich muss jetzt nur noch meinen Buchrücken draufrechnen. Und zwar brauche ich erstmal die... Ja, was nehmen wir denn... 3,5 cm finde ich ganz gut so als Breite. Plus, ich glaube, ich hatte gesagt, waren das jetzt 2 oder 2,5? Siehst du mal. Hast du Kopf wie Sieb, musst du aufschreiben. Das sind 2,5. So, haben wir 2,5, 3, 4, 5. Dann habe ich also insgesamt 5,5 cm Buchrücken. Nochmal gucken. 1, 2, 2,5. Jo, stimmt. So. Das passt mir prima. Und wenn dir das zu dick ist, du kannst ja, kommt ja darauf an, wie viele Signaturen du jetzt in dein Buch da reinmachen möchtest. Ich habe meistens 3 drin. Da gilt dann auch nicht mehr meine 10-Blätter-Regel, sondern das gucke ich mir dann immer so ein bisschen an. Die sind auch nicht immer alle gleich dick, die Signaturen, die ich mache, weil Aquarellpapier ja schon unterschiedlich dick ist. Das heißt, das stapel ich dann so, dass es so in etwa passt und gucke mir das dann an und lege das mal in mein Buch und gucke. So, das ist also jetzt unser Buchdeckel, den wir brauchen. Und den schneiden wir jetzt erstmal aus. So, schön ausgeschnitten. Und jetzt müssen wir hier ja einmal, weil das ja der Buchrücken wird, einmal das Ganze abknicken. Dann nehme ich dann einfach wieder mein Lineal. Und mein Falzbein und gehe da einfach mal so lang und mache mir eine nette kleine Kerbe, damit sich das gleich gut umbiegen lässt. So. Gucken wir es uns nochmal an. Passt alles ganz prima. So würde man das dann zusammensetzen. Und dann wäre das unser Junk Journal. Passt fein. Sieht gut aus. Okay, den Deckel möchte ich jetzt noch verstärken. Das heißt, noch ein Stück olle Pappe nehmen.
Und jetzt ist es wirklich wichtig, auch den Deckel als Maß zu nehmen und da schön rundherum zu malen und den auszuschneiden. Denn das muss ja so sein und auch von außen messen. Ganz wichtig, nicht von innen. Der ist ja von innen minimal kleiner, so ein Deckel, immer. Das ist normal. Aber wir brauchen außen und da schneiden wir auch wieder nicht auf der Kante, sondern neben der Kante. Das darf ruhig minimal hier über den Rand rüberragen, weil der Rand ja das ist, was Stabilität gibt. Der muss ja da aufliegen. Wenn der Deckel zu kurz wird, sodass der in den Rand reinrutscht, dann hast du immer eine Beule, was sich dann also immer so verbiegt. Und darum ist es hier auch wichtig, eine ordentlich stabile Pappe zu nehmen. Wenn du also einen richtig dicken, fetten, stabilen Pappendeckel hast, dann kannst du den ruhig nehmen. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht das Zeug hier nehmen soll als Deckel. Ich denke mal drüber nach gerade. Das wäre ja super stabil. Ne? Und da kommt dann eben auch Altered Book ins Spiel. Wenn du also wirklich einen Altered Book hast, was also von Maßen funktioniert und du die Schachtel darauf anpassen kannst, dann ist das eine super Sache, weil das dann einfach super stabil wird. Der ist halt nur sehr, sehr dick. Seht ihr das hier? Der ist also ein extrem dicker Deckel. Aber ich glaube, dass ich den, ich nehme den mal. Ich probiere das mal. Mit dem habe ich das, mit sowas Dickem habe ich es noch nie gemacht, aber ich versuche das jetzt einfach mal. Ja, gefällt mir. Okay. Brauche ich aber diese Schachtel hier als Maß von außen, weil der Deckel eben, wie gesagt, ein Ideechen, das ist also nicht viel. Man merkt es so, wenn man guckt und misst und so, fällt es kaum ins Gewicht. Nur wenn du es geschnitten hast und es ist hinterher dann diesen halben Millimeter zu klein, dann hast du den Salat. Und das ist immer das Blöde. Deswegen sage ich immer, im Zweifelsfall nehmen wir es lieber ein bisschen größer. Nachschneiden und kleiner machen kann man immer noch. Aber ab ist ab. Okay, dann schneide ich das jetzt mal aus. Ich glaube, das ist so fest, das schaffe ich mit der Hand nicht. Da muss ich entweder zur Schneidemaschine oder zum Roland mitgehen. Ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Hat einwandfrei geklappt. Passt einwandfrei da drauf und liegt auch schön auch auf dem Rand. Wenn man da jetzt drauf drückt, merkt man so, es sinkt nicht mehr ein. So möchten wir das gerne haben als Malunterlage. Und das heißt, das Biest müssen wir jetzt hier auf den Deckel bappen. So, aber wenn du jetzt dein Junk Journal natürlich hübsch verziert haben möchtest, dann wäre es schlau, zumindest den vorderen Rand jetzt zu bekleben. Und auch hier, wenn du die Ränder hübsch haben möchtest, weil das ist ja jetzt hier so ausgefranst, müssen wir das Ganze jetzt mit irgendwas überkleben. Denn wenn der Deckel da gleich drauf ist, dann war es das. Du musst nicht das ganze Ding dekorieren, nur hier den Rand. Und ich mache das jetzt mal. Ich wollte ja hier mit so alten Buchseiten arbeiten, mit so alter Schrift. Und dann das hinterher noch ein bisschen einfärben. Das heißt, ich mache das jetzt mal gerade. Reiße mal. Und du kannst ja das jetzt dekorieren mit was auch immer du für Papier hast. Geschenkpapier oder von mir aus mit Servietten oder Bastelpapier oder Druckerpapier, was du dir irgendwie hübsch bemalt hast oder so. Da kann man alles verwenden, was die Palette zu bieten hat. Nur weil ich das jetzt mal wieder komplett auf Vintage trimme, musst du das ja noch lange nicht so machen. So, was ich jetzt brauche, ist Mod Podge. Der steht hier schon parat. Oder Serviettenlack oder wegen mir auch Tacky Glue mit Wasser vermischt. Da wurde ich gefragt, in welchem Verhältnis muss man den Tacky Glue mit Wasser mischen? Das kann ich so nicht sagen. Es sind ja alle Tacky Glues unterschiedlich dick. Also die unterschiedlichen Firmen haben eine unterschiedliche Konsistenz. Wenn du dir das jetzt anguckst, dann siehst du zwar, dass das hier zwar flüssig ist, aber es ist nicht wässrig. Es ist so ein bisschen leicht dickflüssig. Und das ist die Konsistenz, die du brauchst. Das heißt, mach dir Tacky Glue irgendwie in einen Napf oder sowas und dann gib ganz langsam tröpfchenweise Wasser dazu, bis du die Konsistenz hast, die du brauchst. Und ja, ich habe alte Sammeltassen, die ich für sowas verwende. Die wären sonst in den Müll geflogen. Die sind nichts wert. Das ist keine tolle Firma oder irgendwas. Aber ich finde sie zu hübsch, um sie im Schrank verstauben zu lassen. Und darum benutze ich solche Dinge bei mir auf meinem Basteltisch. Vor allen Dingen ist das Coole, man kann sie wirklich 1A auswaschen und dann 100-mal wieder von vorne verwenden. Und ja, ich finde, die haben es verdient, hübsch auf meinem Tisch zu stehen und nicht irgendwo im Schrank zu verstauben. So, und da klebe ich halt jetzt auch hier über den Rand hinaus, damit ich das dann eben gleich umlegen kann. Klingt ja so gefährlich, ne? Ich lege das um. Und von der anderen Seite dann festkleben, damit ich eine schöne Kante bekomme. Also arbeite ich mich da jetzt einfach so. Schnipselsweise vor. Das hat alles auch noch wirklich gar keinen Anspruch auf Schönheit. Das wird nachher sowieso alles noch bearbeitet und wird dann alles noch anders aussehen und hübscher aussehen. Und
mit Farbe noch ein bisschen schön gemacht. Ich mag einfach nur diesen Schriftuntergrund haben, weil mir das halt nun mal gefällt. Das war nicht so schlau. Der war zu klein, der Schnipsel. Müssen wir gleich noch einen drüber kleben. Ich will halt nur Schrift, ich will nicht diesen unbedruckten Rand haben. Das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Kleistern wir da einfach drüber. Über das zu schmale Stück. Und hier an den Rändern auch, weil das wird ja drumherum gelegt, eben wie gesagt, damit es eine schöne Kante gibt. Machen wir jetzt erstmal hier so von dieser Seite weiter. So, jetzt ist das einmal schön rundherum beklebt. Ich habe auch den Rücken hinten, also den Teil, den man eigentlich gar nicht sieht, bekleistert, weil ich gedacht habe, okay, wenn dann jetzt also irgendwas nicht ganz genau passt und da guckt ein Stück raus, dann ist der Teil, der rausguckt, wenigstens hübsch. Das muss jetzt trocknen, legen was zur Seite und dann wird das natürlich umgeklebt, weil uns geht es ja darum, den Rand hübsch zu machen. Dann wird das also alles nach innen verklebt. Aber erstmal muss der Teil außen trocknen. Und es wird ja dieser Deckel da drauf gebappt nachher. Und bei diesem Deckel kann man auch so kleben, dass man das über den Rand überstehen lässt und dann umschlägt, damit man eine schöne glatte Kante bekommt, wenn man das möchte. Ich mache das wahrscheinlich nicht, weil ich diesen Junk Journal Charakter erhalten möchte. Ich finde das cool, wenn man also sieht, dass das ein oller Deckel einfach so ist. Und deswegen glaube ich, dass ich den jetzt nur obendrauf mit Blättern beklebe, dass ich das nicht drumherum pappe. Ich kann das nämlich eigentlich ganz gut haben. Ich liebe diesen shabby Look und deswegen muss das in meiner Welt nicht unbedingt perfekt sein. Jetzt hat diese Buchseite zufällig hier so ein hübsches Blümchen. Das gefällt mir auch ganz gut. Das werde ich auch erhalten und werde das damit reinarbeiten. Wenn du also so alte Bücher in so einer Schrift hast, da lohnt es sich dann immer mal zu gucken. Das hier ist ja ein Kinderbuch. Das war also schon sehr beschädigt. Die Seiten sind in einem ganz guten Zustand, aber der Deckel, der war komplett im Eimer. Was schade wäre, dann hätte ich nämlich super cool gefunden, um da nochmal irgendwas mitzumachen. Obwohl, wenn es in so einem guten Zustand gewesen wäre, hätte ich es nicht zerlegt. Das wäre mir dann zu schade gewesen. Aber ich finde die Zeichnungen in diesem Buch meistens nicht besonders schön. Ich habe ein paar rausgenommen, weil ich die ganz gut fand. Aber in der Regel, da ist die olle Rottenmeier. Die braucht doch kein Mensch, oder? Arme Heidi. Die war so gemein. Ich habe als Kind immer diese Trickfilmserie Heidi geguckt. Und meine Kinder sind ja jetzt auch schon erwachsen. Meine Tochter ist inzwischen 25. Aber ich fand das dann total cool, als sie dann in einem Alter war, wo sie dann solche Sachen angeschaut hat. Und dann hatte ich also so einen Spaß, mit ihr nochmal Heidi zu gucken. Und da hat sich ja auch nichts dran geändert. Also es gab noch genau die alte Serie, so wie ich die kenne. Und das war toll. Hatte ich so richtig Spaß, mir das alles nochmal anzuschauen. Und die Frau Rottenmeier war immer noch gemein. Fand ich auch als Erwachsene, dass die unmöglich war, diese Person. So. Einmal die Ränder abgemacht. Da sind meine Blümchen. Und das klebe ich jetzt einfach alles hier kreuz und quer, die Schnipsel. Klebe ich das ganze Ding einfach voll und irgendwo bastel ich diese Blümchen mit rein. So, jetzt ist der Deckel auch schön beklebt und das ist auch noch nass, muss jetzt trocknen. Hier bin ich nochmal mit Vintage Photo Distress Ink einmal drumherum gegangen bei den Blümchen um den Rand. Und das wird nachher sowieso alles noch ein bisschen eingefärbt und so. Man wird das noch durchsehen, das wird noch durchscheinen, aber so wie es jetzt ist, bleibt es nicht. Hier ist jetzt ganz wichtig, wenn du auch so kollagiert hast, wie ich das jetzt gemacht habe mit ganz vielen Teilen, mach da wirklich richtig dick hier oben deinen Kleber, deinen Mod Podge oder deinen Serviettenlack drauf. Denk dran, das ist eine Oberfläche, wenn da drauf gemalt wird und Papier drauf geklemmt wird und so weiter. Da ist relativ viel Belastung drauf. Das heißt, das Papier muss richtig gut versiegelt sein, damit da eben das hier nachher nicht aufreißt, das Ganze. Entschuldigung. So, jetzt lege ich das Ding erstmal zur Seite. Das darf ja jetzt auch trocknen. Und in der Zwischenzeit ist ja mein Deckel hier schon trocken. Jetzt muss ich ja die Ränder hier noch umbappen.
Ich lasse mal meinen Pinsel wieder aus dem Wasser holen. Ach so, mir ist noch eingefallen, weil ich ja hier in der Tasse meinen Modpotch habe. Und jetzt werden, wenn Leute die Modpotch haben, diese großen Töpfe, sich fragen, wieso machst du den Modpotch dann da in die Tasse rein? Du kannst es doch direkt aus dem Topf nehmen. Ich habe keinen Töpfchen. Ich habe Modpotch in einem großen 3-Liter-Kanister. Und deswegen muss ich mir das irgendwo abfüllen, damit ich vernünftig arbeiten kann. Weil in diesen Kanister kommt man natürlich oben mit dem Pinsel nicht rein. Das war die Erklärung. Aber wenn du Kleber mit Wasser mischt, dann brauchst du das ja auch. Dann musst du auch was haben, wo du gut mit dem Pinsel rankommst. Außerdem finde ich es immer angenehm, kleine, flache Sachen zu haben, wo ich meine Pinsel rein kann, als wenn ich immer von oben so in den Topf arbeiten muss. Das geht, wenn man viel, viel macht, mit der Zeit echt aufs Handgelenk. Und da ich ja mit meinen Rheumafingern immer gucke, dass ich möglichst wenig Belastung habe, mache ich das so. Das mache ich auch mit Wasser, wenn ich also mit Aquarell male, dann mache ich mir immer ein bisschen Wasser in den Deckel. Dann ist der Weg nicht so lang vom Pinsel anfeuchten bis zu meinem Papier. Wenn ich dann so ein Töpfchen hier habe mit so einem Deckel, dann kann ich da immer rein und raus gehen und in die Farbe und muss nicht immer irgendwo in den großen Pott rein. Aber das ist wirklich ein Luxusproblem. Fällt wahrscheinlich so ein bisschen in die Kategorie Dummanstellerei. Aber nun ja. Man darf ja nicht vergessen, ich mache das beruflich und sitze unter Umständen manchmal hier 6-8 Stunden und manchmal auch mal 10, wenn ich irgendein Projekt ausbaldover. Und da muss man ja zwischendrin dann schon immer irgendwelche Gymnastikübungen machen, weil das echt für Nacken, für Schulter, für Hände, für alles nicht gut ist. Also so viel Sitzen ist nie gut. Und deswegen versuche ich dann immer Wege zu finden, so wie mit der ergonomischen Maus für jemand, der viel am Computer sitzt, um das für mich irgendwie so freundlich wie möglich zu machen. Und ich weiß ja, dass hier der eine oder andere dabei ist, der da auch so ein bisschen Probleme hat. Das kriege ich immer zwischendrin mal erzählt von euch. Und da denke ich, ich teile mal so meine Tipps und Erkenntnisse. Vielleicht hilft es ja irgendwem. So, schön umlegen, schön glatt streichen, damit wir schöne Kanten bekommen. So, und so arbeiten wir uns jetzt einmal komplett um das ganze Ding drumherum, damit das hier am Rand einfach einen schönen Abschluss gibt. So, einmal rundherum fertig geklebt. Jetzt können wir die Kanten schon mal so ein bisschen biegen, solange das noch schön feucht ist, damit das nachher nicht reißt, das ganze Spielchen. Und auch da nochmal gucken, dass man es gut einbalsamiert hat mit Kleister. Denn auch das sind Teile, die eine ordentliche Belastung aushalten müssen. Und da ist es dann eben wichtig, dass man gut geklebt hat. Jetzt habe ich hier alles voll gewutzt. Jetzt muss ich hier gerade mal sauber machen. Und dann komme ich nochmal wieder gleich sofort, sobald ich hier geputzt habe. Ihr könnt jetzt auch schon mal euch was suchen, womit ihr das hier von innen beklebt. Außen kommt ja unser dekorierter Deckel drauf geklebt. So, das wird schön. Aber wir müssen es ja jetzt auch noch von innen hübsch machen, denn das ist ja unsere Schachtel jetzt von innen. Und da kannst du dir jetzt überlegen, mit was auch immer du die bekleben möchtest. Ich gehe jetzt auch mal abtauchen und suche mir was Schönes, damit das ganze Ding dann richtig hübsch ist. Dann kann es ja losgehen. Jetzt mal die Schachtel schön bekleben von innen und von außen. Also der Deckel, der ist inzwischen auch getrocknet. Der muss ja von innen auch bepappt gleich werden, hatten wir ja gerade gesagt. Und ich nehme jetzt einfach schwarzes Seidenpapier, weil das am einfachsten ist. Und dann kann ich da hinterher noch mit Farbe drauf rumkleckern und so weiter. Man kann das auch super cool zum Beispiel mit Serviette machen, ja, mit Serviettentechnik und so weiter. Was auch immer, nimm was du hast. Was auch immer sich in deinem Bastelzimmer findet an Papier, Geschenkpapier. Oder auch irgendwelche Bastelblöcke, die kann man ja auch zurechtschneiden und das hier dann bekleben. Aber mit diesem Seidenpapier, das geht so schön einfach und so schön fix. Und ich mache es mir ja gerne leicht und bequem. Und wenn ich das dann mit dem Seidenpapier beklebt habe, dann kann ich hinterher immer noch mit Aquarellfarbe das Ganze ein bisschen künstlerisch verwursten. Aber ich gucke mir es erstmal an, wie es aussieht. Das ist halt prima, weil das so schön dünn ist, das legt sich so schön. Seidenpapier ist so, ich sag mal, das verzeiht alles. Die Krumpeln sind ja gewünscht und gewollt. Das unterstreicht nochmal schön den Shabby-Charakter.
Da war nicht genug Kleber. Das war nicht so schlau. Ziehen wir nochmal vorsichtig ab. Ja. War ich zu geizig. Das ist halt immer wichtig, ne, wenn man solche Sachen reinklebt, dass man wirklich richtig gut das schön dick einstreicht. Je mehr Kleber du hast, umso besser hält das Ganze nachher. Und umso leichter legt sich das dann auch. Weil wenn dann hinterher Luftblasen drin sind, dann ist echt blöde. Und auch hier wieder, ne, gilt wieder, schön dick versiegeln mit Kleister. Denn du machst nachher da deine Stifte rein, Schachtel auf, Schachtel zu. Ja, zwar wieder zu feucht, dann reißt das Seidenpapier. Aber das ist ja das Schöne, darum liebe ich Seidenpapier so sehr. Spielt ja überhaupt keine Rolle. Wir reißen einfach von einem anderen Stück was ab und klatschen es oben drauf. Und weil das sowieso so ein bisschen krumpelig alles ist, sieht man das nachher überhaupt nicht mehr. Fällt dann immer in die Kategorie, es kommt überhaupt nicht drauf an. Und das ist ja mit der Serviettentechnik ganz genauso. Ne? Im Zweifelsfall wirklich mit was möglichst einfarbigem arbeiten, nicht zu viel Muster hier innen rein. Und dann kannst du einfach Schicht über Schicht, da spielt es überhaupt keine Rolle, wenn das mal ein bisschen reißt irgendwo. Egal. Jetzt reißt es überall. Na gut, dann reißt es eben überall. Gehe ich gleich nochmal drüber. Macht nichts. Ist mein Kleber zu nass? Passiert dann immer, wenn es Mod Podge so... Der Pinsel war vorher im Wasser. Hatte ich den kurz zwischengelagert. Und da merkt man das dann immer. Wenn dann das Papier so sehr reißt, dann merkst du dann immer, dass du zu viel Flüssigkeit hast. Dass es zu sehr durchweicht. Einbalsamiert und ich klebe es dann hier auch gleich nach unten drumrum, weil ich eigentlich auch, wenn man das Buch dann mal rumdreht, auf der Rückseite nicht so gerne das Papier habe und wahrscheinlich kommt dann ganz am Ende da sowieso auch noch ein Pappendeckel drüber. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber da ich das Seidenpapier ja jetzt über habe, klebe ich es erstmal rum. Einmal rundum einbalsamiert. So, und da kommt jetzt einfach noch schwarzes Papier drauf gekleistert, habe ich gerade entschieden. Und ich werde das dann nachher noch mit ein bisschen Farbe nachbearbeiten. So, jetzt habe ich die Schachtel rundherum schön einbalsamiert. Das sieht auch ganz gut aus. Und jetzt passiert was. Das ist ein Problem, was ihr alle kennt. Der Boden fängt an, sich zu wölben. Das passt mir nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist auch relativ wabbelig. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das hatte ich mit den anderen Schachteln so bisher noch nicht. Das passt mir nicht. Also habe ich mir schon einen Pappendeckel besorgt. Den werde ich da reinlegen. Gibt nochmal einen anderen Boden. Das gefällt mir so nicht. Das muss gerade und das muss vor allen Dingen stabiler sein. Und das sind so Dinge, wie sich so eine Pappschachtel verhält, das weiß man vorher tatsächlich nicht. Das sieht man eigentlich erst, wenn man dann dran ist. Mit den anderen Schachteln war das nicht so. Das waren die falschen Pralinen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass das bei deiner Schachtel so ist. Aber wenn es so ist, dann siehst du schon, das hilft nur, Pappe zurechtschneiden, dass die da reinpasst. Hier passt sie schon mal. Aber da müssen wir noch ein bisschen. Das Ding ist immer so laut hier. Achtung, Ohren zu halten. Passt. Passt's? Nee. Passt nicht. Ich mache das gerade mal passend. Moment. Das gibt dann den sogenannten Quick Fix. Das heißt, jetzt ist der Deckel groß genug. Der passt jetzt da rein. Ich
Ich mache den aber jetzt nicht da rein, weil das hier innen ja noch nicht trocken ist. Was ich vor allen Dingen will, ist denn ja, dass die Ränder hier rundherum schön sind, wenn der Deckel da nachher drauf kommt. Und ich lege nachher einfach diesen Boden da ein. Das heißt, ich klebe den fest, dann streiche ich das mal eben kurz mit Acrylfarbe schwarz an. Und dann ist es auch gut. Und so Sachen passieren halt eben einfach, wenn man bastelt. Manche Dinge, die ergeben sich, das weiß man vorher nicht. Da kannst du, egal wie oft du das schon gemacht hast, hast du ein anderes Material, anderes Papier, verhält sich anders. Und das finde ich immer so wichtig, dass man sich das eben dann nochmal anguckt und eben sieht, keinen Grund zu verzweifeln. Da findet sich immer eine Lösung. Und den Boden jetzt hiermit zu verstärken, man könnte ihn theoretisch auch von außen draufkleben. Das überlege ich mir noch. Ich glaube, von innen finde ich besser, weil das einfach stabiler ist und so weiter. Und dann nicht nochmal wieder eine extra Kante gibt. Egal, das ganze Ding muss jetzt sowieso erstmal durchtrocknen. Der Krachmacher kommt weg. Und wir schauen uns das nächste Teil an. Denn das hier muss ja jetzt auch irgendwie hübsch gemacht werden. Und den hätte ich ja auch gerne schwarz. Und jetzt überlege ich schon, ob ich den auch mit Seidenpapier beklebe oder ob ich da kurzerhand, ob ich den einfach anstreiche. Aber ich glaube, ich möchte den auch mit Seidenpapier bekleben. Also geht das Spielchen, was wir gerade hatten, weiter mit der nächsten Runde Seidenpapier. Einmal einbalsamieren, einmal vollkleben. Und das ist, kannst du eben, wie gesagt, auch mit Serviettentechnik machen oder das mit irgendeinem hübschen Papier bekleben. Das ist dann der Deckel von innen. Von außen hatten wir ja uns schon drum gekümmert. Da kommt gleich was draufgeklebt. Der Teil ist ja schon fertig. Okay, so ist der jetzt von innen einigermaßen beklebt, da der ja auf der Schachtel ist und dann zwar aufgeht, aber die Schachtel ja nicht so aufgeht, sieht man davon nicht besonders viel. Das heißt, da kann man jetzt eine Wahnsinnszeit drauf verbringen, das alles absolut perfekt zu machen, aber man sollte sich ernsthaft überlegen, ob es tatsächlich nötig ist. Wenn du jemand bist, der also wirklich so hundertprozentig ist und den das stört, dass das vielleicht nicht perfekt ist, auch wenn man es gar nicht sieht, dann musst du dir da mehr Mühe geben als ich. Für mich ist es tatsächlich so, es ist dunkel, wenn man in die Schachtel reinlinst, sieht man davon ein bisschen, aber das fällt für mich in die Kategorie gut genug. Ich verwende meine Zeit lieber auf die Dinge, die man dann auch sieht. So, man muss wissen, wo man runde Ecken machen kann. Der Deckel muss jetzt hier drauf, die Verstärkung von unserem Fach. Und das mache ich jetzt mit doppelseitigem Teppichklebeband, mit diesem Zeug hier. Du kannst natürlich auch ganz normalen Kleber nehmen, was auch immer du hast, womit du am liebsten klebst. Ich mache es am liebsten damit, weil das einfach wirklich sehr, sehr gut hält. Fällt alles durch die Gegend. Für mich nach wie vor der einfachste und schnellste Weg, mit dem doppelseitigen Klebeband das mit der Schneideklinge dann zu schneiden. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Kante habe, dass ich nicht über die Kante hinaus klebe. Da ist sie. So, einfach einmal von hinten hier gegendrücken. Ich mache das nochmal seitlich so, ja. Das so bis an den Rand möglichst weit, nicht darüber hinaus. Und dann gehe ich da einfach mit der Schneideklinge lang. Oder mit dem Teppichmesser, wenn du eins hast oder so. Weil ich finde immer, mit der Schere klebt sich das unheimlich schwierig. Und dann eins in die Mitte. So, und dass da jetzt ein paar Rändchen sind, wo eben nichts klebt, da kann man entweder mit Kleber auffüllen, das mache ich aber nicht, weil ich aus Erfahrung weiß, dieses Teppichklebeband, das klebt wie Hulle. Das ist also überhaupt kein Problem, das hält trotzdem bombenfest, auch wenn da nicht jeder Millimeter komplett mit Kleber ausgekleidet ist. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, wenn du mit Klebeband, mit Teppichklebeband arbeitest, du musst es wirklich richtig festdrücken. Man merkt immer daran, dass man es noch nicht richtig und nicht fest genug angestrichen hat, wenn du das hier an den Seiten, also die obere Schicht abknibbelst und die Seite kommt mit hoch, also der Klebeteil kommt mit hoch und das löst sich nicht ab, dann weißt du, dass du die Ränder nicht gut verstrichen hast, dass du mit noch mehr Druck über dein Klebeband gehen musst.
Und da ist Druck, ist so ein bisschen wie bei Pattex, ne? Wenn man mit Pattex klebt, ist der Druck, mit dem man da hinterher drauf drückt und die Teile zusammenfügt, der ist ausschlaggebend dafür, wie gut es hält. Das ist beim Teppichklebeband so ein bisschen so ähnlich. Je fester man da drauf drückt und je fester man anstreicht, umso besser hält der ganze Spaß nachher. Und wirklich hier über die Kanten drüber, das ist ganz wichtig. Machen wir mal den Knibbeltest. Jawohl, es geht einwandfrei ab. Bevor ich das jetzt abmache, lege ich mir das nochmal auf und gucke. Wie sehr das an den Kanten übersteht, fast gar nicht. Das ist gut zu wissen. Denn eins ist auch schon mal klar mit dem Teppichklebeband. Wenn du das aufgeklebt hast, dann war es das. Du kriegst das Ding, wenn es schief hängt, nie wieder ab. Das ist so. Und deswegen ist es da wirklich super wichtig, dann auch nochmal ganz genau hinzugucken und auch das genau anzusetzen und genau richtig zu kleben, sonst hast du gleich ein Problem. Und jetzt schauen wir mal vor laufender Kamera so tätätä mit Trommelwirbeln, ob ich gleich ein Problem habe oder ob das klappt. Weil es ist ja nicht so, dass mir das nicht auch schon passiert wäre oder auch nicht noch immer wieder nochmal passiert, dass ich dann wieder nicht zu genau hingucke und wieder zu huddelig bin. Und ja, dann ist halt blöd. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob es einen Unterschied gibt, wo vorne und wo hinten ist. Nö. Also auch egal, wie rum ich das da drauf klebe. Ist dem Karton egal. Und jetzt ist eben sehr, sehr gut zielen angesagt. Jawohl. Passt, wackelt und hat Luft. Und meine Seiten sind auch mal so rum und mal so rum aufgeklebt. Das heißt also, wenn ich mir nachher einfallen lassen sollte, dass da nicht oben ist, sondern hier, dass ich das nochmal drehen muss, dann ist das tatsächlich auch egal. Aber so ist es ja erstmal prima. So, wo ist mein Junk Journal Deckel? Ich gehe mal gerade suchen, wo ich den hingeschafft habe. Da ist der Deckel. So, das wäre dann also jetzt die Schachtel. So rum würde sie aufgehen. Hier ist alles sehr schön stabil. Und das wäre jetzt der Deckel von unserem Junk Journal, der dann hier rüberkommt. Und wenn ich das jetzt genau hier aufeinander lege, ob ihr das seht, dann seht ihr, dass die Kante hier, dass die minimal übersteht. Das ist nicht viel, aber es ist genug, um mich zu stören, weil das dann hier nicht gut abschließt, wenn ich diesen Teil dann da dran machen will. Das muss dann hier immer sich quasi um die Ecke biegen. Und das heißt, ich muss hier nochmal die Kante ein ganz kleines bisschen nachschneiden. Aber das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Zu viel ist kein Problem. Wenn das zu kurz ist und da guckt unten hier so ein Stück raus, dann sieht es wirklich blöd aus. Hier schließt die Kante perfekt ab, hier nicht. Und da jetzt einfach ein bisschen nachschneiden, ist überhaupt gar kein Problem. Das mache ich jetzt gleich mal. Ich gehe mal Richtung Schneidemaschine. So, jetzt ist es schön. Jetzt passt es perfekt. Ich werde das nachher auf jeden Fall, wenn das hier alles richtig gut durchgetrocknet ist und so weiter, wird das noch ein bisschen distressed werden. Also mit Distress Ink werde ich da einfach noch ein bisschen drüber gehen und werde das alles noch ein bisschen mehr auf Vintage machen. Ich habe aber immer noch einen Teil, der nicht fertig ist. Die Sauerei ist noch nicht beendet. Ich möchte diesen Buchdeckel, der da ja oben drüber kommt, weil ich wieder zu schnell mit dem Wegräumen, der da ja jetzt drauf kommt, auch mit diesen alten Buchseiten noch bearbeiten. Du könntest das jetzt eben auch mit was auch immer für ein Papier du hast, mit was auch immer du das bekleben möchtest, bekleben. Ich möchte diese alten Buchseiten und die werde ich auf jeden Fall auch noch weiter dekorieren. Aber ja, das ist halt das Thema in meinem Junk Journal oder in meinem Art Journal und deswegen will ich, dass das gleich ist hier. Also geht die Schweinerei mit dem Mod Podge und den alten Buchseiten gerade weiter. Waren wir noch nicht fertig. Noch mal ein paar alte Seiten ausreißen. Und dann geht der Spaß wieder von vorne los. So, jetzt sind endlich mal alle Teile fertig, beklebt, zurechtgeschnitten und so weiter. Das war also jetzt die reine Konstruktion von dem Journal. Und danach beginnt dann jetzt gleich der zweite Teil, der Fun Part, nämlich das alles ein bisschen einzufärben, zu dekorieren und zusammenzusetzen. Und der dritte Teil, der letzte Teil, der ist dann der, wo wir dann die Signaturen zusammenstellen und die hier reinsetzen.
Das ist aber, glaube ich, auch der einfachste Teil, weil das kann jeder so machen, wie er will. Und die wird mit Gummibändern eingesetzt. Das ist also nichts Aufregendes. Spaß macht das gleich hier, das alles so ein bisschen hübsch zu machen. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir lassen das jetzt alles richtig gut durchtrocknen. Bei mir ist das hier immer alles noch ein bisschen feucht. Das auch. Das ist schon fast trocken, aber noch nicht so ganz. Und jetzt machen wir alle mal eine Pause und trinken mal einen Kaffee. Ich hoffe, wenn dir das bis hierher gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch, ein Like, schreib mir gerne auch einen Kommentar, auch wenn du Fragen hast oder Vorschläge. Erzähl mir auch gerne, was für ein Material du verwendet hast oder du verwenden würdest, um das dann zu bekleben, um das anders zu machen. Dass wir hier unten drunter in den Kommentaren so einen richtigen Ideenpool bekommen für alle, die das dann mitbasteln, dass die dann noch mal gucken können, was haben denn andere veranstaltet? Was könnte mich denn noch inspirieren? Was für Ideen könnte ich denn noch so für mich mitnehmen. Das würde ich ganz toll finden. Also hinterlass mir sehr gerne einen Daumen hoch, schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Wenn du hier neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal. Solche Videos gibt es hier öfter. Normalerweise gibt es mittwochs ein Bastelvideo und sonntags eigentlich immer ein Flipthrough. Und weil wir eben jetzt Ostern haben und alle viel Zeit und uns irgendwie im Lockdown langweilen, habe ich gedacht, machen wir jetzt mal eine nette kleine Serie, wo alle mitbasteln können. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, ciao!